Vielleicht kennst du das virale Video von Kylie Jenner, in dem sie ihr Workout absolviert mit einem Waist Trainer, oder dieses unglaubliche und schon fast ein bisschen bizarre Foto von Kim Kardashian mit einer so schmalen Taille, bei der man sich doch wirklich fragt, wo sind eigentlich ihre inneren Organe? Nach eigenen Worten erschaffte sich Kim diesen Look mit stundenlangem Training und vor allem dem stundenlangen Tragen eines Waist Trainers. Waist Trainers sollen nämlich gezielt die Körpermitte formen, Bauchfett reduzieren und vor allem auch eine schmale Taille zaubern. Was du angeblich tun musst, damit du diesen Look genauso erreichen kannst? Nur 8 Stunden den Waist Trainer bei allen möglichen Alltagsaktivitäten tragen, auch beim Workout. Aber wie funktioniert ein Waist Trainer eigentlich? Bei einem Waist Trainer handelt es sich um einen Taillengürtel, der aus Latex, Spandex oder auch anderen Mischgeweben bestehen kann. Und zunächst einmal gilt natürlich, solange man sich den Taillengürtel bzw. den Waist Trainer umschnallt, ihn festschnürt, hat man natürlich eine schöne Sandu-Figur. Das ist schon immer ein angesagter Trick gewesen und natürlich nichts Neues. Doch nun soll der Waist Trainer auch nachhaltig die Figur beeinflussen, indem er durch den ständigen Druck die Bauch- und auch die Hüftgegend buchstäblich in Form presst, und laut Herstellern sollen so die Wasser- und die Fettzellen mobilisiert werden. Sehr kryptisch formuliert, und was genau das bedeutet, erklären die Hersteller auf ihren Webseiten leider nicht. Trägt man den Waist Trainer während eines Workouts oder auch im Training, soll vor allem die erhöhte Schweißproduktion noch mehr dazu beitragen, dass man mehr Gewicht verliert und auch Fett reduzieren kann am Bauch. Man kann gezielt am Bauch abnehmen? Das schauen wir uns doch lieber mal genauer an. Tatsächlich besteht immer noch heutzutage der Mythos, dass es möglich ist, Fett gezielt an einer Stelle zu reduzieren. Sei es durch Waist Trainers, durch bestimmte gezielte Workouts und, und. Die Wahrheit sieht da aber leider ganz, ganz anders aus. Spot Fat Reduction ist ein absoluter Fitness-Mythos, der schon in etlichen Studien widerlegt worden ist. Wo du vor allem zuerst Fett verlierst, ist vor allem von deiner Genetik abhängig, und einige Leute nehmen halt schneller am Bauch zuerst ab, andere dafür an den Armen oder an den Oberschenkeln. Das lässt sich nicht von außen beeinflussen. Und Fettmasse verlieren kann man vor allem auch nur durch ein Kaloriendefizit, das heißt, du isst weniger als dein Körper eigentlich benötigt. Viele, die einen Waist Trainer während ihres Workouts tragen, denken, dass das vermehrte Schwitzen ein absoluter Erfolgsmarker für ein erfolgreiches Workout ist und dass sie dadurch natürlich auch mehr abnehmen. Die Realität ist aber, dass Waist Trainers alles andere als atmungsaktiv sind und die Körperstelle, die unter dem Waist Trainer liegt, einfach nur extrem erhitzt wird, und dadurch entsteht die vermehrte Schweißbildung. Schweiß ist nämlich einzig und allein das Abkühlungssystem unseres Körpers und ist kein Indiz dafür, dass an dieser Stelle mehr Fett verbrannt wird. Auch wenn es viele denken, Fett wird nicht weggeschwitzt. Und was macht ein Waist Trainer denn jetzt wirklich? Ich habe vor einiger Zeit einen Waist Trainer von einer Freundin mal für einen Tag ausgeliehen, weil ich das Ganze einfach mal testen wollte, und don't judge me, ich bin neugierig, wollte einfach mal wissen, wie sich das so anfühlt. Und einige der folgenden Effekte habe ich persönlich für mich bemerkt und andere zum Glück nicht. Ich habe das Ding ja auch nur für 24 Stunden getragen. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man das Ganze über Wochen trägt. Dadurch, dass man permanent eingeschnürt ist, hat man wirklich das Gefühl, man trägt durchgehend eine zu enge Jeans, vor allem wenn man sitzt. Und wenn man dann etwas essen möchte, fühlt es sich an, als wäre man schon extrem voll und kann gar nicht richtig irgendwie Nahrung zu sich nehmen. Das hatte ich zumindest das Gefühl. Und genau dieser Effekt hat zur Folge, dass man seinen Appetit eventuell verliert und vor allem auch seine Mahlzeit einfach nicht aufessen kann, obwohl man vielleicht die Vitamine und Nährstoffe braucht. Und was Mangelernährung mit dem Körper macht und wie schlimm das wirklich ist für uns, habe ich schon ausführlich in diesem Video diskutiert. Daher kann eine schmalere Taille, nachdem man eine längere Zeit lang einen Waist Trainer getragen hat, auch einfach das Resultat einer kalorienreduzierten Ernährung sein. Das ständige Einengen der Organe und der permanente Druck auf die Körpermitte kann zudem auch Verdauungsbeschwerden, Verstopfung und sogar eingeklemmte Nerven zur Folge haben. Und ich habe mir in der Vergangenheit schon mal einen Nerv eingeklemmt, und ich sage es euch, damit ist nicht zu spaßen. Man kann es sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, denn durch das Tragen von einem Waist Trainer kann man einfach nicht richtig und tief einatmen. Und vor allem wird auch nachweislich die Atmung über den Tag flacher, weil du kannst einfach nicht tief einatmen und bist natürlich hier blockiert. Eine dauerhafte Atmung ist äußerst ungesund und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie Leute einen Waist Trainer tragen
und dabei ein anstrengendes und forderndes Workout machen, ohne danach komplett zusammenzuklappen und zu kollabieren. Und selbst das Hochlaufen der Treppe war für mich an dem Tag, an dem ich den Waist Trainer getragen habe, so unglaublich anstrengend. Und nach dem dritten Stock musste ich wirklich Pause machen und erstmal nach Luft schnappen. Ich denke, für alle, aber vor allem für Menschen mit einem schwachen Kreislauf, kann das wirklich zu einem Riesenproblem werden. Ein weiteres Paradox ist, dass viele Waist Trainer-Anhänger es wirklich von Vorteil finden, wenn sie den Waist Trainer anhaben, da ihre Haltung verbessert wird und sie sich einfach stabilisiert in der Körpermitte fühlen. Sie empfinden es als angenehm, dass halt eine permanente Spannung, ein permanenter Druck da drauf ist. Das ist aber leider ein extremer Trugschluss. Leider hat das ständige Tragen des Waist Trainers aber vor allem eine Destabilisierung der Rumpfmuskulatur zur Folge und Muskulatur wird infolgedessen abgebaut. Denn die Muskulatur muss nicht mehr die Organe an ihrem Platz halten, sie muss uns nicht mehr stabilisieren, sie muss uns nicht aufrechterhalten, denn all das erledigt jetzt der Waist Trainer von außen für unseren Körper. Und das hat zur Folge, dass sich die Muskulatur langsam über einen Zeitraum wirklich zurückbildet und das kann natürlich aber auch Rückenschmerzen oder andere Rückenprobleme wie zum Beispiel Bandscheibenvorfälle zur Folge haben und erhöht allgemein das Verletzungsrisiko, da wir hier nicht mehr so stabilisiert sind. Der große Scam. Ich habe mir mehrere Erfahrungsberichte und auch YouTube-Videos angeschaut zu dem Waist Trainer von Skims. Und Skims ist die Marke von Kim Kardashian und die stellen jetzt auch seit neuestem sozusagen Waist Trainer her, um natürlich das Ganze auch in ihrer eigenen Marke zu promoten. Und ich bin hier wirklich auf einen ziemlich großen Scam gestoßen, den schon viele vor mir entdeckt haben. Die Waist Trainers von Skims sind nicht aus einem festen Material, sondern sind extrem stretchig und weiten sich nach einigen Wochen. Und aus diesem Grund muss man sie auch immer enger schnallen. Die haben so drei verschiedene Einstellungsgrößen und am Anfang fängt man mit dem ersten an und dann arbeitet man sich immer weiter vor, weil angeblich die Taille schmaler geworden ist. Das ist hier aber nicht der Fall, denn nach wochenlangem Tragen stretcht und dehnt sich das Material so stark, dass man halt einfach überhaupt wieder einhaken muss in die nächste Stufe, damit man überhaupt noch einen gewissen Effekt spürt. Das heißt, im Endeffekt weitet sich das Material und deine Taille, da passiert gar nichts. Also, wo ist jetzt der Sinn dabei? Clarissa, das ist jetzt alles schön und gut, aber wie genau hat Kim Kardashian denn jetzt diesen Tiny Waist Look kreiert? Hierzu muss man sagen, dass Kim Kardashian auf diesem Foto ein Korsett trägt. Das heißt, man kann das hinten noch fester schnüren, was die Taille im Endeffekt noch schmaler erscheinen lässt. Dazu ist Kim Kardashian natürlich auch eine Milliardärin und hat ihren eigenen Personal Trainer, ihren eigenen Koch, ihren eigenen Diätplan und natürlich aber auch etliche Schönheitsoperationen. Und ich droppe natürlich jetzt hier keine krassen Neuigkeiten, denn jeder, der sich nur einen Hauch mit dem Erscheinungsbild und auch mit den Schönheitsoperationen der Kardashians oder der Jenners auseinandergesetzt hat, wird erkennen, dass diese Körper nicht das Resultat von besonders harten Workouts sind. Außerdem spielt Photoshop natürlich bei den Kardashians und Jenners immer schon eine immens große Rolle und ich kann euch garantieren, jedes Bild, was sie selber online stellen, ist mindestens einmal durch Photoshop oder durch ein sonstiges Bildbearbeitungsprogramm gelaufen. Dass Menschen eine immer kleinere Taille haben möchten, ist natürlich das Resultat unseres unerreichbaren Schönheitsideals, welches wir über die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben. Und es tut mir wirklich unglaublich leid, dass die Kardashians und auch die Jenner-Geschwister diesen unglaublichen und unfassbar hohen medialen Druck ausgesetzt sind und bei dem kleinsten Ausrutscher schon direkt in Teufels Küche kommen und von der gesamten Welt ausgelacht werden für ihr Äußeres. Sie können einfach nichts dafür, dass sie in diese Welt und vor allem natürlich auch in ihre Position reingeboren wurden. Ich finde es aber mehr als verantwortungslos, dass sie Waist Trainers, unnötige Abnehmpillen oder irgendwelche Hair-Gummies promoten, um aus den Unsicherheiten der Menschen auch noch Profit zu schlagen, anstatt als gutes Vorbild voranzugehen und dem Ganzen in irgendeiner Weise ein Ende zu setzen. Denn wie man so gerne sagt, with great power comes great responsibility. Und das kann man einfach nicht ignorieren. Und daher solltest du dieses Video hier auch nicht ignorieren. In diesem Video zeige ich dir, wie sinnvoll und vor allem auch wie wirkungsvoll Detox-Tees wirklich sind und was sie damals mit mir angerichtet haben. Denn Detox-Tees sind leider nicht ganz so harmlos, wie viele vielleicht noch denken. Und auch hier spielen die Jenner und Kardashian-Geschwister eine enorm große Rolle. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video und bis bald.